mein Teil. Ja, erzähl mal, Sergio. Was machen wir denn hier so? Wir sind hier gerade beim Unfall, wie ihr unschwer erkennen könnt. Mach mal aus! Das ist die Hauptdarstellerin von dem neuen Video. Das ist ihr Neuer. Sie wird gerade abgeholt von dem Krankenwagen und jetzt ist meine Szene. Jetzt werde ich erstmal aus dem Auto geholt. Und, ja. Der fährt mir rein und dann kommt der Krankenwagen, holt uns ab, fährt uns ins Krankenhaus. Da werden wir dann morgen weiter drehen, das werdet ihr ja dann sehen. Und ja, wie ihr seht, die Leute sind hier fleißig am Aufbauen. Die Jungs von Street Cinema. Da hinten sind noch ein paar Leute von mir. Der Alushi, der so nett war und mitgefahren ist. Die anderen zwei, drei Jungs sind was essen gegangen, weil die nicht in der Kälte die ganze Zeit warten wollen. Da kommt das andere Auto, Vorsicht. Okay. Ja, wie gesagt, das ist hier die eine Location. Und dann seht ihr gleich noch die andere, wo wir weiter drehen werden. Bis gleich. Komplett Topshot. Ja. Und so, versuch mal so zu machen, dass am Ende das Gesicht von dir genau mittig liegt. Weil das gleiche machen wir gleich mit Seo. Und ich wollte das so Splitscreen machen, dass das in ein Gesicht reingeht. So, meine Lieben, wie ihr unschwer erkennen könnt, befinde ich mich hier im OP-Zimmer. Hier werde ich später kurz liegen und meine Ex vom Video, das vorne seht ihr, ihre Neuen, der sitzt da mit seinem Handy. Und, wink ja, doch mal, Mensch. Der ist übrigens Sayo mit A. Ja, genau, Sayo und Sayo. Super Schauspieler, haben die echt gut gemacht. Das Video wird echt krass. Wird ein super Video. Und ja, wie gesagt, hier werden dann die Szenen gedreht im Krankenhaus, wie ich später hier reinkomme und sehe, dass sie ohnmächtig liegt, beziehungsweise ich will nicht so viel erzählen, das seht ihr dann im Video. Ja, vielleicht wenn du hier vorne nochmal rausguckst, dass die gerade im Flur drehen kann. Das ist die Schiene. Das sind die Jungs vom Kamerateam, Street Cinema, die Ärzte. Wir befinden uns hier in Leverkusen. Ja, nicht so, nee, lieber stabiler, Schmiede. Geh rüber mit dem einen Bein da. Mach mal an, vom Bein. Besteig sie. Ja. Das geht schon. So, tu mal noch schärf jetzt hier. Dann dürfen wir nicht so schnell fahren. Wie siehst du jetzt nicht mehr? Ja, sonst schießen wir nicht runter. Ja. Wenn wir nicht schnell. Ja, ja. Du musst nicht schwer. Nee, genau. Vielleicht die Kamera aufs Tropfen. Nein, ich weiß nicht. So. Aufnehmen wie ein Schmied. Mich sieht man nicht, ne? Du kannst dich hinsetzen drauf, oder nicht? Nee, das kommt nicht so. Oder hinknien. Ja, hinknien. Ja, hinknien. Oh, und? So, jetzt. Das ist romantisch. Jetzt wird's romantisch. Okay. Also, ja, ja. Nicht so, leicht, so. Geil. Okay, Kamera läuft. Nee. Warte, nicht läuft. So, okay. Jetzt läuft und go. Hey, bist du denn beeindruckt von Schmiedis Kletterkünsten hier? Auf jeden Fall, der Typ hat's echt drauf. Wie ein Schmiedi. Klettern wie ein Schmiedi. Ich glaube, da gibt's neue Habibi-Bruder-Klamotten, like a Schmiedi. Ne, das ist eine gute Idee, das müssen wir ihm mal geben. Okay, du, jetzt, aber weiß wie ich das und selber nehmen. Ich glaube, dass du einfach mitläufst, so ein Gefühl.
Dann fühlt er sich besser. Eben. Jetzt spielt Schmidi auch schon mit, ey. Ja, endlich der beste Teil des Tages. Ich darf im Liegen filmen. Und ich habe mich den ganzen Tag drauf gefreut. Und die Daniel und die Mecker sind wieder. Ja. Marvin. Oh mein Gott, er stirbt. Spaß. Kurz aufstehen, Karten näher. Wir drehen direkt danach dieselbe Szene. Bitte hey, hier, wir haben eine Idee für dich. Warum lässt du nicht solche T-Shirts machen? Wie ein Schmiedi. Wie ein Schmiedi. Hashtag wie ein Schmiedi. Ja. Weißt du nicht, die laufen? Hashtag Schmiedi bitte. Das ist von Daniel. So, aber da unten auch so. Wo ist das so, Daniel? So klein runter, wie so, wenn solche irgendwelche Philosophen so einen Satz geschrieben haben. Schmiedi, läuft alles? Siehst du von hinten auch raus? Ja, läuft. Wenn alles du ein bisschen wie du rumläufst, also von vorne, von hinten, seitlich. Okay, alles klar. Von vorne, von hinten. Wo ist das LED-Panel? Das war ich nicht. Lass mal einen Daumen nach, das ist die Webkamera. Oh, shit. Saigo, ja. Kannst du mal bitte Stativ da, dieses schwarze Teil, was da steht, hier hinbringen? Dankeschön. Ja. Mein Edin, geh dran. Schmiedis Trainingsvlogs. Ah, hier ist das. Heute Bizeps Curls. Wenn man ein bisschen Zeit zwischen den einzelnen Einstellungen hat, kann man natürlich auch diese 10 Kilo Hantel nutzen, um ein bisschen für den Bizeps zu trainieren. Das Ganze 100 Mal einfach am Stück. So. Sehr gut, sehr gut. Ah. Was ist schwer, das Ding, ne? Was ja, auf Dauer. Auf Dauer, ja. Dauer, ja. Ich muss das mal messen, ich weiß gar nicht, was das wiegt. Gut, Sir, wie geht's dir? Was hast du denn? Ich bin gegen die Tür gelaufen. Bist du krank? Mhm. Oder ich kein Internet. Ich bin unmächtig. Na, das sehe ich. Was machen wir jetzt hier? Wir drehen jetzt die Szene, wie ich ins Zimmer gebracht werde. In das Zimmer, das gar nicht besteht. Doch klar, drehen wir auch noch was. Für alle Mädchen, die Sayo mal beim Schlafen zusehen wollten. Was bauen die da so lange? Die bauen da irgendwas zusammen. Das hat doch mal gut zu liegen, ey. Voll entspannt. Ja, also der wird ja wohl eins gehen, aller Voraussicht nach. Ja, aber so nach vorne klar, ne? Ja, die pushen den ja auch gut. Ja, übel, ne? Allein schon mit dem Kollegen. Ja, die sind ja auch immer zusammen auf Tour, auf Malle oder was die Auftritte haben. Also der ist ja auch, glaube ich, sein Backup. Ja. Dadurch ist der ja auch immer und überall zu sehen. Mhm. Krass, nicht das ist cool. Ja, der Glück sein. Okay. Ja. Guck mal, soll das sein mit deinem oder mit Transporter fahren? Das ist mir egal. Daniel? Ja, aber einfach aufstellen. Schoko, du hattest einen Albtraum. Ich hatte gerade einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass ich Fotos mit irgendwelchen Pullis gemacht habe. Ja. Ist das nicht schön? Kennst du die Szene? Von hier kannst du deine Beine kurz wegstellen? Nein. Okay. Was soll ich? Ich muss das Stativ quasi da hinstellen oder deine Beine. Ja, doch, deine Beine. Deine Beine. Deine Beine spreizen. Und hier, du wachst auf und dann machst du deine Schläuche ab. So, Johnny, du stehst genau vor mir. Genau, und dann guckst du links, rechts, dann machst du die Schläuche ab, stehst auf und gehst weg. Okay. Und bitte. Danke. So, jetzt nach und nach abziehen. Und dann? Und dann total wieder raus. Und dann? Dann wieder dich. Und dann? Dann fick dich. Und dann? Hast du Sperma im Mund. Und dann? Schlucken? Oder spucken?
So, meine Lieben, wir befinden uns hier jetzt in der letzten Location. Und zwar werden hier die Performance aufgenommen. Die Geschichte ist soweit abgedreht. Und ja, wie ihr sehen könnt, richtig romantisch mit Kerzen, mit Blüten. Wir warten nur noch, bis es draußen ein bisschen dunkler wird, damit es richtig romantisch rüberkommt. Ja, ansonsten, die Jungs sind gerade draußen, das würden wir die nochmal ein bisschen abfragen. Die bauen hier gerade ein bisschen auf. Was kann ich noch sagen? Und zwar hier einmal die Kette, wenn du einmal kurz dran zoomst. Die SEO-Kette von meiner Box, die ihr auf Amazon vorbestellen könnt. Jungs, hast du mich aus dem Kontakt gebracht? Nein, egal, scheiß drauf. Ja, was soll ich jetzt sagen? Box, genau. Nein, egal, scheiß drauf. Ja, meine Box könnt ihr vorbestellen auf Amazon. Den Link befindet sich hier unten in der Beschreibung. Unterm Video. Ja, was gibt es alles in der Box? Einmal die Kette, wie gesagt. Dann habe ich zwei CDs. Einmal das normale Album, dann die Instrumentals. Eine DVD wird drauf sein. Mit meinen Jungs von den Habibi-Brüdern. Richtig witzig geworden. Ein Bella noch nicht gedreht, egal. Was haben wir noch? Ein T-Shirt, Größe M. Haben wir dabei. Ein Poster, eine Autogrammkarte, signiert natürlich, handsigniert. Ja, das dazu. Und wie gesagt, die Box wird es nicht so viel, so oft geben. Deswegen bestellt sie euch vor, solange die noch da ist. Ansonsten könnt ihr euch auch die CD vorbestellen. Auch der Link unten. Ja, am 1.9. kommt das Album. Ich habe mir da ein bisschen mehr Zeit gelassen diesmal, weil jeder Song wirklich ziemlich gut ausproduziert werden musste. Von Ilk Machine aus Hamburg, liebe Grüße hier. Ja, der Song läuft gerade dort hinten, Score 2. Es wird ein geiler Song, ich freue mich übertrieben. Ich würde am liebsten den jetzt schon sehen, aber... Genau. Ja, was kann ich noch sagen? Wir werden jetzt hier erstmal die Szenen drehen von der Performance. Und ja, guckt einfach am besten selber mal ein bisschen zu. Okay, verstehe, du bist vom Schmerz befreit. Auch wenn ihm jetzt deine Zeit gehört, dein Herz ist meins. Seitdem du mit Typen verkehrst, sind meine Flügel entfernt. Ich weiß nicht, warum du mir deine Türen versperrst. Ich wurde müde durch den Schmerz und ich glaub, ich hab's geschafft. Du verblühst in meinem Herz, doch ich liebe es, für dich zu schreiben.